Hast du dich auch mal gefragt, warum dieses langweilige Porträt das berühmteste Gemälde der Welt ist? Because same. Es gibt zu keinem Gemälde so viel Mystery wie zur Mona Lisa. Das geht los bei der dargestellten Person. Wir sind nicht sicher, wer das ist. Leonardo da Vinci selbst hat das Bild weder selbst betitelt noch unterzeichnet. Den Titel Mona Lisa hat man dem Bild erst Jahre später nach seinem Tod gegeben, basierend auf einer Theorie, wer die dargestellte Person sein könnte. Das ist aber nicht die einzige Theorie zur dargestellten Person. Außerdem wurde Mona Lisa auch schon aus dem Louvre geklaut und war für 2 Jahre verschollen. Das Bild wurde bereits mehrmals attackiert, kürzlich mit Torte, aber auch schon mit einem Stein und mit Säure. Und um das alles zu erklären, brauche ich mehr als 60 Sekunden. Also habe ich eine Kunstdoku produziert, die du dir auf meinem Kanal angucken kannst, wo ich auf diese Theorien eingehe. Thank me later.